meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ja, wie ihr schon sehen könnt, wir befinden uns jetzt im Badezimmer. Ja, hallo. Ich habe nämlich gedacht, ein bisschen Abwechslung in die ganze Sache bringen. Wir waren ja schon überall, in jedem Zimmer fast. In der Küche, im Wohnzimmer, letztens im Kinderzimmer, heute im Badezimmer. Denn wie ihr schon an Überschrift erkennen konntet, handelt es sich ja um ein Aufbrauchvideo. Und da die meisten Produkte ja sowieso im Badezimmer rumstehen oder man den Badezimmer braucht, filme ich heute mal aus unserem Badezimmer. Das ist wieder ein gemischter Haul, eine kleine Art Family Edition von meinen Männern und von mir. Und ich greife einfach wahllos in diese riesen Tüte, die bis oben hin gefüllt ist. Und wünsche euch viel Spaß dabei, holt euch was zu trinken. Und lehnt euch zurück und ja. Als erstes aufgebraucht haben wir von Isere Kosmetiktücher in zwei Varianten. Einmal mit so einem schönen golden Design und ein bisschen naturmäßig. Die kleine Verpackung steht immer bei uns im Badezimmer auf dem Nachtschränkchen. Und dieses hier immer im Badezimmer. Und ja, beides wird auch wieder nachgekauft, ganz klar. Dann habe ich einmal von Ebelin die 140 Wattepads aufgebraucht. Die kaufe ich auch immer wieder nach. Mit dem bin ich sehr zufrieden. Und ja. Dann haben wir von meinem Mann das Farman Sport Double Power für Körper und Haar. Das ist ja neu. Aufgebraucht. Mit dem war er auch zufrieden. Das fand er ganz gut. Der Duft ist auch wirklich, sportlich, muss ich sagen. Finde ich wirklich total cool. Das habe ich ja mal gekauft, weil es irgendwo im Angebot war für 77 Cent. Deswegen habe ich das auch mitgenommen. Dann haben wir einmal von Penaten die milden Pflegetücher mit Babylotion. Die pflegende Reinigung von Kopf bis Fuß seifenfrei. Die benutze ich halt total gerne für den Kleinen. Ich habe jetzt auch gesehen, selbst der Lidl verkauft so einen großen Karton. Ich habe mir jetzt welche vom Babydream gekauft, weil ich davon noch so viele Coupons hatte und bin die gerade am Testen. Aber ansonsten sind das ja immer unsere Favoriten. Dann habe ich von Isana eine Cremedusche mit Vitamin und Joghurt mit Provitamin B5. Reinigt und pflegt mit dem Sofortpflegekomplex aufgebraucht. Ich fand den Duft wirklich total angenehm und für das Geld kann ich mir wirklich vorstellen, das wieder nachzukaufen. Ja. Dann habe ich von W5 das Spülmittel Happy Heaven. Schnapp dir dein Geschirr für den Abstecher in den Himmel. Schaut so aus. Immer ein total süßes Design. Wenn ihr sehen könnt, das war so türkis. Und diese Editions finde ich wirklich total klasse. Genauso wie diese Duschgel, die sie davon hatten. Der Duft ist, wie gesagt, total toll. Und bei solchen LEs greife ich dann doch wieder zu. Und nehme mir davon welche mit. Dann hat mein Mann von Sien einen Rasierschaum Fresh aufgebraucht. Den kaufen wir auch immer wieder nach. Mit dem ist er wirklich total zufrieden. Da hat er keine Probleme mit der Haut, dass er einen Ausschlag oder irgendwas bekommt. Verträgt er sehr gut. Und wird deshalb auch immer wieder nachgekauft. Dann haben wir von W5 die feuchten Allzwecktücher in der Duftrichtung Zitrone aufgebraucht. Also eher ich. Naja, und mein Sohn, wir putzen ja beide für unser Leben gerne. Ich muss sagen, ich habe, die liegt auch gerade hier, zurzeit Apfel. Und ich finde, Apfel ist da wirklich der Favorit unter diesen Düften. Und ja, aber die werden auch immer wieder nachgekauft. Hier ist nochmal ein Feuchttuchverpackung. So, dann von Isana her das Styling Gel Power in der Stärke 5. Das habe ich aber so alternativ mal mitgebracht. Aber mein Mann hat schon gerade gesagt, dieses hier von Taft, es geht wohl nichts drüber. Es war ganz okay, aber ich sollte es halt nicht nochmal nachkaufen. Also werde ich es auch nicht nochmal nachkaufen. Somit ein kleiner Flop für meinen Mann. Dann heute leer geworden von Balea eine Limited Edition Melon Tango Cremeseife
mit feuchtigem Melonenduft. Kennt ja wahrscheinlich auch jeder, da gab es ja auch das Duschgel und die Bodylotion von und. Der Duft war wirklich total klasse, würde ich mir auch wieder nachkaufen, nur jetzt haben wir so diese herbstliche Zeit, es ist kalt und dann habe ich doch ganz gerne mal einen anderen Duft, aber für den Sommer kann ich mir es auf jeden Fall vorstellen, nochmal nachzukaufen. Dann von Fibel, hier soll es auch anders sein, Pampers für den Kleinen in der Größe 5, 70 Stück sind hier drin. Die ist einmal ausgelaufen und ich bin nach wie vor total zufrieden mit den 10 Euro aus dem Aldi und ja, sind immer im Haus. Dann von Cien, das ist ganz schön Lidl halte ich heute, fällt mir gerade so ein bisschen auf. Ein LE, ein Duschgel und zwar ist das Pink Grapefruit. Schaut total süß aus, das Design. Hat auch total gut gerochen. In der Dusche hat mir dieser Duft nicht mehr gefallen. Ich bin froh, dass es alle ist. Also ich finde die Produkte aus dem Lidl total toll und manche Duschgels sind wirklich, der Duft ist ganz, ganz toll. Aber dieser hier war irgendwie ein Flop, den fand ich nicht so gut. Die jetzige LE ist, glaube ich, ganz gut. Meine ich gehört zu haben, aber dieses, ja, war nicht so meins. Kommen wir dann zu einem Weichspüler von Lenore, Aprilfrische. Schaut so aus. Ja, manchmal gönne ich mir dann doch den Lenore. Den Weichspüler. Ich weiß, er ist ein bisschen teurer, aber dieser hat jetzt 99 Cent gekostet, weil es wieder so eine Aktion. Aber eure Wäsche, ja, bleibt länger frisch. Sie duftet viel länger. Das ist einfach Fakt. Und deswegen kaufe ich mir das ab und zu mal. Ich habe aber auch schon auf Instagram gepostet. Und zwar eine kleine Kaufempfehlung, und zwar dieses hier von Lenore. Das ist Smaragd und Elfenbeinblüte. Also Leute, wenn es das noch gibt, kauft euch das, weil dieser Duft ist einfach nur einzigartig und Hammer. Super, er versucht auch gerade was in die Kamera zu halten. Dann haben wir vom Baby Dream Gesichts- und Hände parfümfreie Reinigungstücher. Wieder leer gemacht und die kann ich euch allen empfehlen. Habt ihr ein Kind oder nicht, das ist wirklich egal. Tut es euch in der Handtasche. Ja. Hier sind nämlich 25 Stück drin. Und das hat, das ist ohne Parfüme, ohne Farbstoffe, ohne Mineral- und Paraffinöl, ohne ätherische Öle, ohne PEG-Emulgatoren, pH-neutral und hautverträglich dermatologisch bestätigt. Im Grunde, das sind einfach nur mit Wasser befeuchtete Reinigungstücher, die total praktisch für unterwegs sind. Werden immer wieder nass. Und teuer sind sie auch nicht. Dann von Schwarzkopf 3 Wettertaff das Kaschmir Power Haarspray in der Stärke 5. Das benutzen wir ja und kaufen ja auch nur. Ja, das benutzt mein Mann halt total gerne. Ich auch, weil es sieht schön aus mit dem Lila und ja, für das, was ich mir in die Haare sprühe, reicht das voll und ganz. Dann haben wir von Gliscor Hair Repair die Ultimate Volume Express Repair Spülung leer gemacht. Das ist ja die ich so total klasse fand. Das ist ja diese Lila, ne? Ich weiß nicht, kann man das erkennen? Nee. Diese Lila, ne? Das lilane Zeug da drin gewesen. Und dieser Duft war einfach nur sowas von himmlisch. Also hatte ich ja bis jetzt noch nie gesehen. Und diese lilane Flasche werde ich mir definitiv nachkaufen, weil der Duft einfach meiner Meinung nach der beste von diesen Gliss-Kurs-Spülung ist. Ganz, ganz toll. Dann leer gemacht von Lilliputz das Shampoo und Dusche mit Panthenol und einem fruchtig frischen Duft. Vom Rossmann, es war so bläulich, den Rest kriege ich irgendwie nicht raus. Ich weiß nicht, ich muss es mal probieren, aber irgendwie kriege ich ihn nicht raus. Auf jeden Fall war das mal reduziert und hat 99 Cent gekostet. Ich halte es ein bisschen näher. Sieht erstmal total süß aus. Und der Duft war total klasse, so. Ja, ich weiß nicht, so total männlich in dem Sinne. Anders wie so diese normalen Kindershampoos und ja. Fand ich wirklich total klasse und würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Jonas hat das total gut vertragen und hat danach wirklich total, total gut gerochen. Dann leer geworden ist von Head & Shoulders das Anti-Haarverlust-Shampoo. Ja, ich denke ja immer, ich brauche immer sowas für meine 2-3 Zotteln auf dem Kopf.
Ja, darauf von abgesehen kaufe ich ja Head & Shoulders immer und habe es in meinem Haus. Gerade wenn man mal so eine trockene Kopfhaut hat oder ja, Schuppen. In 2-3 Tagen sagt das problemlos und deswegen kauft das auch immer wieder nach. Dann von Balea das Rasiergel Summer Garden mit Mangoduft für empfindliche Haut. Egal welche Duftrichtung, ich hatte jetzt auch schon Kokos, dieser Rasiergel ist einfach nur klasse. Und den kaufe ich mir auch immer wieder nach und ja, kann ich euch wie gesagt nur empfehlen. Dann haben wir ich leer gemacht von Rival de Loup, eine LE Blütenzeit, ein seifenfreies Waschgel für normale und Mischhaut mit Holunderblüte und Brombeerduft. Der Duft war, ja, den fand ich wirklich total klasse. Ja, nicht so süß, also nicht so künstlich auch, aber ja, es ist halt ein seifenfreies Waschgel, da kann ich euch jetzt nicht viel zu sagen, dass ihr euch das unbedingt kaufen müsst oder so. Ich muss es mir auch nicht unbedingt wieder nachkaufen. Dann leer geworden ist von Fardos Luxurious Moments ein Deo, 48 Stunden soll es halten. Ihr wisst ja, immer in Kombination mit einem Deo-Roller. Ja, der Duft war wirklich total klasse. Ich habe jetzt aber noch mehrere Deos da von 8x4, diese ohne Aluminiumsalze. Ich weiß gar nicht, ob hier was drin ist. Ich will jetzt auch nicht, dass das Video zu lang ist, aber ich glaube, hier sind Aluminiumsalze drin. Ich will jetzt auch nichts falsch sagen. Auf jeden Fall fand ich den Duft total klasse, aber ich habe wie gesagt auch noch genug Deos im Backup stehen. Dann leer geworden sind auch von Evelyn die 40 Maxi Wattepads. Die finde ich total klasse, die kaufe ich auch mal wieder noch. Dann eine Maske und zwar eine LE. Happy Day von Balea, die Glücksmomente Maske. Aufmunternde Intensivpflege mit spritzigem frischen Sommerduft. Belebt für normale Haut. Fand ich total klasse, der Duft war wirklich total gut und würde ich mir auch wieder nachkaufen. Ich finde die Masken von Balea sowieso immer total gut. Von daher. Dann leer geworden ist von Schauma das silikonfreie Pflegeshampoo für feines und glanzloses trockenes Haar. Schwerelose Pflege ohne Rückstände mit Meereskollagenextrakt. Dazu habe ich auch passend die Spülung, denn ich meine, es war auch einmal im Angebot, es war gar nicht so teuer, denn sonst kaufe ich eigentlich nicht so Schauma. Aber ja, weil es im Angebot war, habe ich das mitgenommen und ich muss sagen, ich fand das wirklich total gut. Es hat gut gerochen und ja, dieses könnte ich mir wirklich, wie gesagt, vorstellen nachzukaufen. Dann haben wir zwei Mascaras und zwar von Essence beide jeweils. Die I Love Extreme Volume Mascara und I Love Extreme Crazy Volume Mascara. Ich denke mal, die kennt jeder. Die sind leer bzw. auch furztrocken und ich habe die beiden auch im Backup wieder auf meinem Schminktisch stehen. Deswegen habe ich die jetzt mal aussortiert und die kommen weg. Dann von HIP die Pflegemilch für trockene Haut mit natürlichem Bio-Mandelöl für den Kleinen. Ich muss sagen, in der Schwangerschaft, ich habe ja alles von HIP auch gekauft, keine Ahnung warum. Im Moment stehe ich total auf Bübchen und ja, die war ganz okay, würde ich mir aber nicht nochmal nachkaufen. Genauso wie die Panthenol- und Zinkcreme bei geröteter Haut würde ich auch nicht mehr nachkaufen, weil ich finde, die ist zu flüssig. Und ja, ich habe da wie gesagt andere. Dann haben wir jetzt letztens aufgebraucht von Tinti das Badekonfetti. Hatte ich noch nie, fand ich total cool. Das sind halt so... Was waren das? Sterne und Delfine in verschiedenen Farben, blau, gelb, rot. Und auf jeden Fall tut ihr einfach das in die volle Badewanne rein. Und dann habt ihr, wenn ihr ein bisschen umrührt, mal so ein bisschen, ja, ihr habt dann halt auch Schaum. Und eure Kinder färben sich nicht und ja, die Badewanne bleibt auch sauber. Also wirklich ein tolles Teil. Das war in einem Tauschpaket von der lieben Dani drin. Und ja. Kann ich mir auch vorstellen, nachzukaufen. Ich sehe gerade, mein Akku ist gleich leer. Ich muss jetzt ein bisschen schneller sprechen. Dann von Isana das Body Spray Sommerblume. Es war eine LE. Erfrischt und pflegt. Leute, das war ja ein Hammerprodukt für den Sommer. Ich habe es ja echt geliebt. Ja, unbedingt trinken, Schatz. Ja, total klasse. Das kann ich euch, wie gesagt, nur empfehlen. Wenn man zu faul ist, sich einzusprühen. Einzucremen, sprüht euch das auf die Haut und der Duft ist total klasse.
Ihr riecht danach total toll und wie gesagt, das ist so ein Produkt, was ich mir aber im Sommer nachkaufen würde. Jetzt im Winter finde ich es schöner, mich einzucremen mit einer reichhaltigeren Lotion. Aber wie gesagt, im Sommer werde ich mir das definitiv nachkaufen. Dann habe ich leer gemacht von P2 die Perfect Face Make-Up Base. Gleicht kleine Unebenheiten aus und verlängert das Make-up. Die Make-up-Haltbarkeit. So. Schaut so aus. Hier unten habt ihr diesen Pumpspender. Und das war so eine, auch so eine Farbe, so ein rosa. Hat auch so einen leichten Glow da drin. Die fand ich, wie gesagt, total gut. Ich habe jetzt noch andere Make-up-Base da. Aber die kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, wieder nachzukaufen. Dann von Balea eine reichhaltige Tagescreme mit Malvenextrakt für trockene und sensible Haut. Eine neue Rezeptur mit Lichtschutzfaktor 15. Die fand ich gut. Die hat gut gerochen, die hat sich gut verteilen lassen. Und das ist so eine schöne kleine Tube. 50 ml sind hier drin und da kann ich mir auch vorstellen, die nachzukaufen. Dann leer geworden Odomé 3 Polar White, eine Zahncreme. Ja, Zahncreme. Dann habe ich auch noch leer gemacht ein Parfüm, und zwar Cherry Love Mel Mario. 30 ml waren da drin. Und das war auch überhaupt nicht teuer. Ich glaube 3 oder 4 Euro. Also auf jeden Fall unter 5 Euro. Der Duft war total toll. Kommt raus. So, ja. Ein schöner, leichter Duft für den Alltag. Ja, warte, Schatz. Dann von Algemarina ein Trockenshampoo, gefunden schnell für lockeres, gepflegtes Haar. Habe ich mir gekauft, 75 ml sind da drin. Was denn? Okay. Zur Reinigung vom schnell fettendem Haar und empfindlicher Kopfhaut. Ich habe nie was von Trockenshampoo gehalten, ich habe auch noch nie eins besessen. Das habe ich gekauft, weil ich zu viele YouTube-Videos gucke. Und ich habe das jetzt auch mal verwendet. Es stand lange im Schrank und ich habe es jetzt auch wirklich mal verwendet. Ich habe gedacht, man wäscht sich ja sowieso die Haare. Komm, probier's das mal aus. Ey, und Leute, ich bin danach aus dem Haus gegangen, weil meine Haare sowas von fluffig, locker und frisch gewaschen aussahen. Was soll ich dazu sagen? Geiles Zeug und werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Ich denke mal, ich werde auch weiterhin diese kleine Größe mit 75 ml nachkaufen, weil man ja so dann doch seine Haare richtig mit Shampoo und so wäscht. Aber für den Notfall und für, ja, keine Zeit, geiles Zeug. Dann habe ich jetzt noch so ein paar kleine Produkte. Für den Kleinen zum Beispiel habe ich einmal von Hip Penatol und Zinkcreme bei gerundeter Haut, ultrasensitiv. Das ist so ein kleines Pröbchen. Hier sind 6 ml drin. Hier muss ich sagen, davon war ich überzeugt. Das fand ich total klasse. Das hat auch so einen kleinen roten Hintern wieder neutralisiert, sage ich mal. Also das fand ich wirklich gut. Genauso wie von Penaten, die Creme. Hier sind ja 25 ml drin. Die kaufe ich auch immer bei diesem kleinen Abteil da beim Rossmann immer nach. Die finde ich halt für Notfall ganz gut. Dann haben wir noch mal eine Intensivcreme Gesicht und Körper von Penaten. Diese hier, die fand ich auch gut. Das benutze ich einmal, diese kleinen Pröbchen, wenn wir mal schwimmen gehen und so. Und der Duft, der ist total klasse. Und wie gesagt, den finde ich halt auch total gut. Ob ich es mir nachkaufen würde, weiß ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Dann von Alverde Naturkosmetik, kleine Elfe, ein Sonnenbalsam, Lichtschutzfaktor 30 und ist wasserfest. Huch. Und ist wasserfest. Ja, war mal in der Gloss, in der Pinkbox drin. Finde ich nicht gut, weil das ist ja diese Sonnenbalsam, es ist keine Creme. Lässt sich total schlecht verteilen. Also man muss wirklich stundenlang einem Kind in das Gesicht rumreiben. Dann sieht er aus wie eine Kalkleiste. Und ich meine, es ist ein Pröbchen. Der Sommer ist jetzt vorbei, deswegen kommt es weg. Und kommen wir schon zu meinen letzten zwei Produkten. Das ist einmal eine Handcreme mit Bio-Kamille für milde Pflege für empfindliche Hände von Florina. Auch so ein kleines Brötchen. 20 ml sind hier drin. Habe ich total gerne in meiner Handtasche. Und ja. Also kann man sich wirklich nachkaufen.
Und das letzte Produkt ist von P2, Perfect Eyes. Perfect Eyes, eine Base, also eine Eyeshadow Base. Ja, leer geworden. Was soll ich dazu sagen? Finde ich ganz cool. Und ja. Ich habe jetzt die von Catrice, Prime and Fine oder so, glaube ich. Finde ich die Konsistenz irgendwie ein bisschen blöd. Also fand ich diese schon irgendwie ein bisschen besser. Aber so ist das Leben. Es ist ja nicht immer alles... Ist ja kein Ponyhof. So, ja, 20 Minuten. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, trotz irgendwelchen Versprechens oder irgendwelchen anderen Patzern. Ja, ich hoffe, ihr konntet mich auch alles verstehen. Gut verstehen, weil Jonas war ja auch noch hier. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir doch einen Kommentar, gebt ihm einen Daumen hoch. Darüber würde ich mich natürlich sehr freuen. Ja, ihr wisst, abonnieren ist kostenlos. Darüber freue ich mich am meisten noch. Und ja, wünsche euch allen noch einen schönen Tag, Abend, wie auch immer. Und Bussi, bis zum nächsten Mal.